Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich wünsche euch einen wundervollen Montag. Ich hoffe, ihr hattet einen richtig geilen Wochenanfang. Hoffe, ihr habt richtig gut geschlafen. Und natürlich hoffe ich, so möglichst, dass eure Placements richtig geil gelaufen sind. Denn darüber wollen wir uns heute einfach mal ein bisschen unterhalten. Und ja, außerdem hat mir letztens, damit müssen wir anfangen, jemand geschrieben, warum mein Mikrofon die ganze Zeit poppt. Und zwar, weil der Ding jetzt zu nah da dran ist. Ich habe es jetzt ein bisschen weiter weg gemacht. Das heißt, ich würde mich übel freuen, wenn ihr mir sagt, hey Tobi, du poppst immer noch. Tobi ist jetzt geiler, Tobi ist jetzt scheiße, Tobi, du bist immer noch doof. Ja, heute habe ich mir mal gedacht, erstmal folgendes. Ich habe ja die letzte Zeit immer nur Gameplays hochgeladen. Ist cool, kann man machen, dies, das. Aber ich würde auch gerne mal wieder ein bisschen mit euch reden. Ne? Das heißt, demnächst vielleicht auch mal wieder ein bisschen besser. Schön mit der Regenbogenschere, mit der hier Wellenschere da durchgeschnitten. Aber grundsätzlich, ne, rede ich gerne mit euch. Und deswegen, es gibt aktuell die Placements. Ja, die neue Season hat angefangen und man merkt, alle Leute sind richtig mental, muss man einfach wirklich sagen. Alle Streamer, alle YouTuber, alle Spieler, alle Fußballer, jeder ist mental. Alle Hausfrauen, alle Mütter und so weiter. Deswegen habe ich mir gedacht, ich rede mal so ein bisschen mit euch, denn ja, die Placements, das ist so ein bisschen, da hat jeder das Gefühl, ich muss unbedingt 10 Games gewinnen, damit ich so hoch wie möglich komme. Wenn ich mit diesen Placements jetzt nicht direkt nach Platin komme, dann ist diese Season done für mich. Over. GG. Well played. Und ja, das ist Quatsch, Leute. Das ist Quatsch. Komm, komm mal her an deine Schulter. Ich werde euch nämlich jetzt mal ein bisschen was sagen und reden und quatschen. Und zwar folgenderweise. Erstmal machen wir den Bums hier ein bisschen leiser für mich. So. Meine Placements. Wie sind meine Placements gelaufen? Das ist mein Main-Account tatsächlich. Lady Macchiata, da werde ich den Messer mal umbenennen. Ist ein cooler Name. Weil eine geile Latte ist immer geil. Aber. Ja, wie sind meine Placements gelaufen? Ich weiß gar nicht, wo hat es angefangen. Hier unten hat es angefangen. Ich habe grundsätzlich, wenn man das overall betrachtet, ziemlich hart reingeht. Muss man einfach sagen. Das heißt, wir sehen hier sehr, sehr viel Rot, aber wenn wir jetzt genauer hingucken, dann werdet ihr sagen, Tobi, wirklich? Ich meine, wirklich? Ja, denn 4-10, 1-6, 3-11, 9-10, 1-13, 5-13, 4-6, 5-10, 2-11 gewonnen, Pock. 3-9, 5-9, 1-6, 9-5, okay, das geht ja noch. 3-10, das heißt, ihr 80% dieser Games bin ich komplett runtergerannt. Ich habe meine Turboschuhe geholt und Bahncard 100 und bin losgefahren. Die Mitte runter. Manchmal auch im Jungle, aber meistens die Mitte. Grundsätzlich werde ich euch jetzt hier keine, ich gebe euch jetzt nicht 10 Tipps, wie ihr die Placements richtig krass durchkommt, sondern eher 10 Tipps, wie ihr nicht mental werdet. Also ich weiß gar nicht, ob es 10 sind. Keine Ahnung, nö. Also wir können auch mal hier gucken, ne? Ja, so hat überhaupt nicht geklappt. 0%, richtig 0,6er KDA. Ari war so, war okayisch, Asie, das hat alles, okay, sollte Katharina Main werden, 2-11 gewonnen. Das hat alles wirklich nicht gut geklappt, aber Leute, und wir sehen, ich bin von Diamond 4 auf Gold 1. Bin ich tilted, erstmal eine Frage? Nö, überhaupt nicht. Überhaupt gar nicht. Denn Punkt 1 ist, ich muss natürlich sagen, ich habe grundsätzlich super schlecht gespielt. Ich habe schlecht gespielt. Ich war bad. Ich habe gesackt. Das heißt, hey, ne, das ist schon mal das, das ist, muss man natürlich sagen, das Beste, wenn du selber sackst. Weil dann kannst du sagen, okay, hey, grundsätzlich, wie kann ich jetzt besser werden? Ne, ich sollte, ich muss sagen, ich habe die Playstation-Spiele benutzt, um so ein bisschen rauszufinden, worauf ich Bock habe. Ne, ich werde wahrscheinlich wieder ein bisschen Asyl spielen. Die nächste Zeit hat mir irgendwie gebockt. Yasuo, Vladimir, Ari, Evelyn, bisschen Kane, Talon. Ich habe einfach alles gespielt. Das ist genau der größte Fehler, den ich machen kann. Aber ja, ich bin da jetzt auch nicht so, ich habe das eher so genutzt, so wie, ja, lass mal testen, lass mal probieren. Und alle anderen so, muss gewinnen, muss gewinnen. Vielleicht war das auch der Grund, warum ich so hart auf die Fresse bekommen habe. Ich bin quasi mit Clowns Hut, mit Clowns Nase, einer Taucherbrille und einer Ukulele mit einem Hawaii-Hemd in die Mitte gelaufen. Die Gegner so in voller Panzerabwehrrüstung. Vielleicht habe ich deswegen so krass kassiert. Vielleicht habe ich auch einfach Kacke gespielt, ist egal. Aber auf jeden Fall kann ich mich verbessern. Aber grundsätzlich, worum es geht. Selbst wenn ich, Leute, ich hätte kein Problem damit gehabt, hätte ich alle 10 Spiele verloren und wäre in Iron 4 gerankt worden. Denn, was ihr natürlich berücksichtigen müsst, folgendes. Nehmen wir an, ich wäre in Iron 4 gerankt worden, ja? Nehmen wir das einfach an. Das geht, glaube ich, gar nicht, aber nehmen wir das an. Na, dann, cool, wäre ich in Iron 4, aber dann, ich bin ja Diamond-Spieler. Und am Ende der Season werde ich auch wieder, ich bin immer Diamond hier, ne? Können wir ja gucken. 3 Diamond, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ich werde immer in Diamond sein. Vielleicht
irgendwann eines Tages mal höre. Man weiß nicht, vielleicht kommt ja irgendwann so ein Genie und dann habe ich so 12 Wünsche frei. Keine Ahnung, glaube nicht. Aber ich bin ein Diamond. Und da komme ich auch immer wieder hin. Und deswegen weiß ich, ist das völlig egal, ob ich in Iron geplaced werde. Weil ich weiß, durch Iron komme ich durch Silber komme ich durch Gold komme ich durch Platin komme ich durch. Und irgendwann bin ich dann wieder in Diamond. Also warum macht ihr euch so einen Stress, wenn ihr tiefer gerankt werdet? Warum? Wenn du ein Goldspieler bist und jetzt in Bronze gerankt wurdest. Ja mein Gott, du bist doch ein Goldspieler, dann ist doch Bronze kein Problem für dich. Wo ist denn das Problem? Dann machst du halt die Bronze-Lords kaputt, dann machst du die Silber-Lords kaputt, dann machst du zwischendurch noch ein paar Normal- und Aram-Lords kaputt und dann bist du in Gold. Wenn du es nicht nach Gold schaffst, dann bist du auch nicht der Goldspieler, für den du dich hältst. Wenn ich es jetzt nicht nach Diamond schaffe, dann bin ich auch kein Diamond-Spieler. Naja, das ist gehangen wie gefangen, geflogen wie getrogen. Also, deswegen verstehe ich nicht euren Stress. Stellt euch vor, ich wäre direkt in Platin 1 geplaced worden, ne? Dann hätte ich natürlich sofort gegen die gigakrassen Menschen gespielt, ne? Natürlich muss man sagen, hier Gold 1, das ist natürlich jetzt nicht Gold 1, müssen realistisch sein. Das sind jetzt auch alles teilweise Diamond-Spieler, die hier sind, ne? Die Diamond-Spieler sind in Gold, die Gold-Spieler sind in Silber, die Silberspieler, ne? Und so weiter. Und nämlich in Platin 1, wenn ich da irgendwie hingekommen wäre, wären die ganzen Diamond 1-Spieler. Dann würden die Games hier, dann wäre das komplett rot gewesen. Dann wäre ich richtig traurig gewesen. Da hätte ich irgendjemanden zum Ausholen gebraucht. Aber so kann ich sagen, ja geil, ich habe mit Katharina 2-11 gewonnen, das ist doch geil. Also Leute, wirklich. Guck mal, und es ist doch besser, wenn ihr sagt, hey, ich bin jetzt in Iron, wo ich gar nicht hingehöre, viel zu tief, aber ich gewinne Games. Hier 10 Kills, da 20 Kills, hier 40 Kills, 50 Kills, 60 Kills, ich renne durch, ich gewinne Spiele, ich hab Bock. Dieser Climpen, ne? Climpen, plus 50, plus 60, plus 70. Ne, Punkte machen. Ist doch geiler als Win-Lose. Deswegen kann ich nicht ganz so nachvollziehen, warum so viele Leute so krass mental sind, dass sie tiefer geplaced werden. Ihr werdet halt nicht direkt da geplaced, wo ihr wart. Also ich glaube, das geht schon, aber da musst du schon halt krass sein. Und wenn das nicht der Fall ist, ist das überhaupt nicht schlimm, Leute. Wirklich nicht. Weint nicht. Ich werde aber demnächst Therapiestunden anbieten. Das heißt, wenn ihr weinen wollt, kommt zu mir. Ansonsten, ja, grundsätzlich reden wir kurz über mich. Ich bin jetzt umgezogen. Ja. Ich habe tolle Platten im Hintergrund. Miau, in Orange. Ich werde jetzt die letzte Zeit vor allem abends ein bisschen mehr streamen. Werde ich natürlich immer auf Twitter und so ansagen. Ich werde auf meinem Zweitkanal, kommt heute noch wieder was. Wenn ihr Bock habt, könnt ihr da rein lunsen. Da wird dann wieder auch ein bisschen mehr kommen. Grundsätzlich habe ich mir keine Vorsätze gemacht, weil Vorsätze habe ich mir noch nie gemacht. Ich habe mir aber ein Ziel gesetzt. Ich war, seit ich in NRW bin, ich wohne jetzt in NRW, noch nicht beim Sport. Ich möchte innerhalb des Januars noch zum Sport. Jetzt nicht nächste Woche oder übernächste Woche, aber innerhalb des Januars wieder mit Sport anfangen. Da habe ich Bock. Da habe ich Pock sogar, muss man sagen. Ansonsten, was League betrifft. Ich muss natürlich, das ist immer meine größte Challenge, den Champion finden, wo ich wirklich Bock drauf habe. Das ist immer sehr, sehr schwierig für mich, weil ich spiele einfach alles unglaublich gerne. Ja, also, ich spiele vor allem Champions natürlich, die aggressiv und Dancing-Movings sind, ne, die so richtig durch die Gegend dashen, explodieren, Bock machen, ne. Sowas spiele ich sehr, sehr gerne, aber ich kann mich da aktuell noch nicht festlegen. Und wenn ich diesen Champion gefunden habe, vielleicht, am Ende ist es immer Talon eigentlich. Am Ende ist es dann wieder irgendwann Talon und dann spiele ich ganz viel Talon. Das wird auch wieder kommen, aber ja. Ansonsten nochmal ganz, also ne, ich muss mich jetzt einfach selber verbessern, ich muss meine Map-Awareness verbessern, ich muss mein Trading verbessern, ich muss die Champions-League-Spiele verbessern. Es liegt alles an mir, ich kann mich verbessern und dann werde ich auch wieder besser werden. Und so läuft es auch bei euch, wenn ihr sackt, dann ist es halt so. Und wenn eure Teammates sacken, vielleicht seid ihr nämlich genau diese Person, die sagt, ja, aber Tobi, ich war immer hier der so, ne, ich stand immer 8-4, aber meine Mates alle 1-13. Wenn du durch deine History gehst, wird irgendwo auch so dieses eine Spiel sein, wo steht 07, 04, 05, 06, 1, 3, 14, 5, 16. Diese Games hast du auch ab und zu. Und dann werden andere Leute sagen, ja, Bruder, was machst du da? Sacha Boy, wir hatten den Schoki hier aufgegessen. Hör mal auf zu hinten, du, Sacha Boy. Ne, also, ihr seid auch Inter. Du, genau du, bist ein Inter. Ich aber auch. Ich auch und du auch. Wir sind Inter. Also nicht immer, manchmal. Das Ziel muss natürlich sein, so wenig wie möglich zu hinten, ne? Das heißt, wenn du einmal in 10 Games hintest oder ob du das hier machst, ne? Das ist halt ein Unterschied. Aber Leute, macht euch jetzt wirklich nicht verrückt wegen paar Games hier, ne? Ja. Ich glaube, das war es eigentlich auch so ziemlich. Habe ich noch irgendwas zu sagen? Ja, also ich werde jetzt natürlich dann auch wieder um 15 Uhr Gameplays hochladen. Ja, vielleicht kommt auch nochmal Champions-Raten und so Zeugs, ne, wenn ihr Bock habt.
gerne. Zweitkanal, Twitch-Stream, YouTube, ja, ich weiß gar nicht. Also ich glaube, ich habe mehr oder weniger alles gesagt. Ja. Ihr könnt ja gerne sonst auch in die Kommentare schreiben. Ich lese natürlich jetzt auch wieder, ich meine, ich lese immer aktiv die Kommentare. Ich schreibe nicht immer was dazu, aber ich lese die halt schon immer. Wenn ihr irgendwas schreiben wollt, schreibt es. Ich lese es, folgt mir auf Instagram. Ich wünsche euch einen wundervollen Tag oder wundervollen Abend. Auf Wiedersehen. Und ja, wir sehen uns. Irgendwann sehen wir uns. Auf Wiedersehen. Tschüssikowski. Ich hab euch lieb. Lasst euch nicht tilten. Und flamet nicht. Flamet nicht. Und lasst euch nicht tilten. Und ich hab euch lieb. Und wir sehen uns irgendwann. Tschüss. Goodbye. Miau.